Hallo und herzlich willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute wollen wir zusammen die Seite 604 gemeinsam lesen und studieren. Wir sind mitten im Psalm 37 und bevor wir starten, beten wir gemeinsam. Lieber Gott, wir danken dir für die wunderbaren Verse, die heute vor uns liegen. Wir wollen lernen, auf dich zu vertrauen und deine Gnade und deine Erlösung, dieses wunderbare Geschenk in Anspruch zu nehmen. Hilf uns heute, mehr daran zu denken und diese Dinge in unserem Leben ganz praktisch werden zu lassen. Amen. Wir starten in Vers 4 im Psalm 37. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Das sind so wichtige und so schöne und auch so bekannte Verse, dass ich hier nochmal darauf eingehen möchte. Es ist so eine schöne Erfahrung, wenn wir merken, dass wir Gott vertrauen können. Meistens müssen wir das schmerzlich lernen in Situationen, die wir uns nicht gewünscht hätten, weil wir in guten Zeiten zu wenig nach Gott fragen und uns unserer Abhängigkeit zu wenig bewusst sind. Und Gott bringt uns manchmal ganz absichtlich in Situationen und Lebensumstände, in denen wir genau das lernen müssen, weil es so wichtig ist für uns. Und umso mehr erwärmt es unsere Herzen, wenn wir das genau dann erfahren, dass Gott die Dinge wahrmacht, die er uns verspricht, dass er unsere Herzenswünsche ausfüllt. Vers 6, ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Manchmal ist es so schwer, auf Gott zu warten, weil Gott oft in der letzten Sekunde erst eingreift, weil er uns testen will, weil er möchte, dass wir ihm wirklich vertrauen. Aber wir sollen still sein und warten auf ihn und nicht erzürnt werden über andere. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging, dass du dir gedacht hast, warum geht es den Menschen immer so gut, die gar nicht mit Gott leben? Warum gelingt denen anscheinend alles? Aber das Bibelwort sagt, dieser Gedanke ist nicht wert, gedacht zu werden, weil am Ende wird sowieso das Gericht Gottes alles bewerten und entscheiden. Wir müssen das nicht tun. Wir müssen das nicht vor der Zeit tun und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Denn es entsteht nur Böses daraus, wenn wir Böses über andere denken. Vers 9. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Gott sagt, ich bringe alles in ein Gericht. Der Gottlose wird seinen Lohn bekommen. Es ist nicht unsere Aufgabe, vor der Zeit darüber zu urteilen. Wir sollen uns eher darauf konzentrieren, dass wir uns um unser eigenes Heil kümmern, dass wir fit für den Himmel sind. Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Das ist eins zu eins das, was Jesus in der Bergpredigt zitiert hat. Die Sanftmütigen werden das Land ererben, nicht die, die erzürnt waren über die Gottlosen, weil sie so gottlos gehandelt haben, sondern die, die sanftmütig sind, die das Gute möchten und den Frieden. Vers 12, der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit Zähnen, aber der Herr lacht über ihn. Gott ist größer als all das Böse, was auf der Erde geschieht, und das dürfen wir immer wissen. Denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihre Bogen werden zerbrechen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Ich finde diesen Vers unglaublich schön. Der könnte quasi so ein Lebensmotto werden, dass das Wenige, was ein Gerechter hat, viel, viel mehr wert ist und viel kostbarer als der große Überfluss eines Gottlosen. Lieber mit wenig zufrieden sein, als unglücklich und viel zu haben. Denn die Armen der Gottlosen werden zerbrochen, aber der
Die Gerechten stützt der Herr. Das ist so schön, dass der Herr unsere Stütze ist. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Sie sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen im Rauch, vergehen sie. Wir haben auch in Zeiten der Not genug, wenn wir Gott vertrauen. Wenn alles um uns herum zusammenbricht, dürfen wir wissen, Gott kümmert sich um seine Kinder. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Wir sehen, der eine nimmt und der andere gibt und bekommt immer mehr. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land erben, aber die von ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Diese drei Verse ab Vers 23 sind so wunderschön. Ein Mann, der in Gottes Wegen wandelt, dem kann man den Segen ansehen, den Gott auf ihn ausschüttet. Und Vers 24 sagt, wenn jemand fällt, dann wird er nicht liegen bleiben, denn Gottes Hand stützt ihn und richtet ihn wieder auf. Das ist derselbe Gedanke wie in dem Bibelwort, dass der Gerechte siebenmal fällt und wieder aufsteht. Wenn wir mit Gott gehen und wir fallen, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns auch wieder aufhilft. Wir müssen es wollen, aber er wird uns aufrichten. Und in Vers 25 können wir sehen, dass Gott nie seine Gerechten verlässt und seinen Samen segnet. 26, er ist alle Zeit barmherzig und leid gern, und sein Same wird zum Segen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich leben. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Dieses Prinzip ist das Schlüsselprinzip, dass wir Gottes Gesetz im Herzen haben, weil dann werden wir das Land erben, wir werden wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind. Wir werden Segen erleben, den jeder sehen kann. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten, aber der Herr wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Möchtest du auf der Mauer stehen und das Land sehen? Möchtest du im neuen Jerusalem sein und sehen, wie Gott die Erde neu macht? Ich möchte das. Lass uns dafür beten, dass wir das erleben. Lieber Gott, möchte dich bitten mit dem Wort von Paulus, dass du unsere Herzen und Sinne bewahrst in Christus Jesus bis zum Tag deiner Wiederkunft, dass wir das gesegnete Land sehen dürfen und erleben dürfen, wie du eine neue Erde schaffst und einen neuen Himmel. Und dass du uns, die wir jetzt sterblich sind, mit einem ewigen, unsterblichen Körper ausstattest. Wir freuen uns auf diesen Tag, an dem das alles geschieht, und wünschen uns, dabei zu sein. Amen.